Daniel Marinello ist auf der Jagd nach gestohlenen Fahrrädern. Er arbeitet deutschlandweit als sogenannter Bike Hunter. Im Auftrag eines Elektrofahrradherstellers spürt er dessen Räder per GPS auf. Heute verfolgt er das Signal zweier Fahrräder, die in Frankfurt am Main und Umgebung verschwanden. Es ist immer ein Abenteuer, ja, und das ist eigentlich auch, warum ich diesen Job liebe, weil who knows, wer weiß, was jetzt passieren wird, ob man das findet, ob man tatsächlich die Leute, also Hilfe kriegt von den Leuten oder eher andersrum, dass die sagen so, ey, verpiss dich, kann auch mal passieren. Für die Suche verwendet er einen GPS-Tracker und eine speziell entwickelte App. Damit kann er den Standort der E-Bikes auf ca. 100 Meter genau lokalisieren. Das erste Signal führt in den Stadtteil Unterliederbach. Also ich halte den Tracker jetzt gerade, weil der sucht quasi nach oben und im Kreis. Also wenn ich das so halten würde, würde er so suchen. Und jetzt sucht er quasi komplett in die Breite. Ich glaube, das Fahrrad muss irgendwo hier sein, in dieser Wohnung. Hallo. Entschuldigung. Ganz kurze Frage. Ich bin sogenannten Bikehunter. Ich suche ein gestohlenes Fahrrad. Und Frage wäre, sind da vielleicht, ist da ein Fahrradkeller oder sind da unten Fahrräder abgestellt? Das ist eine Garage. Also unten sind Autos und ja. Okay. Fahrräder. Ja, alles möglich so ein bisschen, alles klar. Meine Frage wäre, wäre es möglich, kurz zu gucken, ob da ein Fahrrad ist? Ich habe nämlich die Koordinaten von einem Fahrrad und es könnte gut sein, dass es hier im Gebäude ist. Ich gucke einmal rein, ja? Und die Fahrräder, wo würden die sein? Okay, genau. Alright. Dann schauen wir mal. So. Vielen, vielen lieben Dank. So, genau. Ne, also auch ziemlich bekanntes Szenario ist genauso im Keller, Garagen, wie auch immer. Ist natürlich auch ein bisschen spannend immer. So. Aber das sieht nicht aus nach das, was wir suchen. Im Grunde genommen ist es fast wie, wie detektives Arbeit natürlich. Ja. Und? Wenn das Fahrrad jetzt hier unten stehen würde, würde natürlich auch hier zum Beispiel den Tracker ausschlagen. Da macht er so einen Höhensound, so genau, und das wollen wir haben heute. Aber nee, guck mal, das sind alle keine gestohlenen Fahrräder. So, das war sehr nett, vielen Dank. Ich habe es noch nicht gefunden. So. Daniel Marinellos Suche in der Garage lockt eine Gruppe Jugendlicher an. Ich suche ein gestohlenes Fahrrad. Ja, okay, das, genau. So sieht es aus. Ein blaues. Was hat das gekostet? 2000 Euro. Wow. Das ist hier jetzt. Das ist hier, genau. Ja. Meinst du, stehen hier Fahrräder rum? Ja, werden hier Fahrräder geklaut? Von den Lehrern, aber ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht hier, aber ich glaube irgendwo hier in dieser Umgebung. Ja, genau, ja. Man kann hier durch die Höfe und so. Ne? Ja, irgendwo gucken, wie man einen Keller oder einen Müllton bunkern kann. Genau. Aber wenn ich das Fahrrad finde, dann sage ich euch Bescheid. Ja? Vielen Dank. Mach's gut. Also es geht nicht ohne direkten Kontakt eigentlich mit den Leuten. Und es bringt viel mehr, um dann auf die Leute zuzugehen und zu sagen, okay, hey, ich mach das hier, ich suche so ein Fahrrad, als irgendwie so durch den Kiez zu laufen und das Gespräch zu vermeiden. Das wird auch echt interessant, erst wenn das hier anfängt mit dem Geräusch. Einmal so ein Signal und dann weißt du, wir sind nah. Das ist genau von 120 Meter bis 50 Meter. So. Das hängt ab von wie viele Wände sind dazwischen oder steht es höher oder tiefer. Aber wenn das abgeht, dann ist es eigentlich sicher, dass man das Fahrrad dann schnell bekommt. Bis jetzt haben wir es noch nicht. Es kann überall sein. Die App zeigt Daniel Marinello, dass das Fahrrad in der Nähe ist.
Doch der GPS-Tracker bleibt stumm. Also was ich jetzt machen würde, ist tatsächlich noch einem, also ziemlich vernünftige Tool, die wir haben, nämlich, dass wir das Fahrrad Lärm machen lassen. So haben wir auch mal Bikes gefunden, auf Balkonien und so weiter, wenn man das nicht gut schauen kann. Und mit ein bisschen Glück ist das nah genug, dass wir das Signal hören. Also das geht dann so, ich schicke über dieses Programm, was wir haben, eine Nachricht, also ein SMS an dem Fahrrad. Und das dauert eine Weile, bevor das ankommt. Und dann, vielleicht haben wir Glück, hören wir das. Make noise, ne? Also Lärm machen. Folge mir. Doch das akustische Signal bleibt aus. In der Wohnsiedlung ist das Fahrrad nicht. Der Bike Hunter setzt seine Suche an der Straße fort. Yo. Okay, das ist gerade gut. Wieder Signal bekommen. Yes. Okay, ich glaube, ich sehe es. Okay, wir haben es. Also es gibt nicht viele Fahrräder mit so einer Farbe. Von daher haben wir das irgendwie gut geschafft, dass wir die Farben irgendwie auffällig machen. Ah, yes. Ja. Okay, warte mal, ob wir die Straße jetzt rübergehen können. Full Action hier gerade. Ah ja, da steht's. Ja, ah toll. Toll. Guck mal, das Ding geht hier richtig ab. Okay, cool. Dann checke ich jetzt mal ganz kurz, ob das in dem App nach vorne kommt jetzt. Bingo. 4. November gestohlen. Und dann kann ich jetzt post the location, genau, punktgenau jetzt auf die Karte, die wir geguckt haben, einen Punkt setzen, wo ich das Fahrrad jetzt gefunden habe. Oh, das freut mich jetzt. Cool. Das sieht noch gut aus. Okay. Es ist nicht beschädigt. Ich versuche mal den Kunde zu erreichen. Das wäre cool, wenn wir die irgendwie heute noch treffen können. Und sonst geht das jetzt im Laden und kann es selber abholen. Ja. Eigentlich mein Lieblingsmoment jetzt, den Kunde zu informieren. Daniel Marinello arbeitet seit 2 Jahren als Bike Hunter. Er hat schon mehr als 50 Fahrräder aufgespürt. Ich lieb's, ey. Durch eine fremde Stadt zu gehen, Fahrräder zu finden, Kunden happy zu machen. Das macht schon echt Spaß. Das ist schon geil. Abenteuer einfach, ne? Hauptsache Abenteuer, immer in Bewegung. Ich glaube, wir sind da. Yes! Hammer! Ding, 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 ding. Wow! Bitteschön! Mega geil! Ja, cool, dass du noch ans Telefon gegangen bist. Ja, genau. Ja, es ist wirklich alles in bester Ordnung. Ich hatte tatsächlich vorhin noch die Sorge, dass irgendwie alles verkratzt oder habt ihr aus dem Main gefischt oder sowas. Aber es ist wirklich bestens. Sehr, sehr geil. Vielen Dank. Ja, gerne. Ich bin enorm beeindruckt. Weil, wie gesagt, hatte ich selber gesucht und dass so ein Aufwand betrieben wird für ein Fahrrad, hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte, es ist ähnlich, wie ich das gemacht habe. 3-mal durchfahren und ist halt nicht da, muss man Neues bestellen. Daniel Marinello hat bis zu 5 Einsätze im Monat. Das GPS-Signal des nächsten gestohlenen Fahrrads führt ihn nach Maintal, rund 15 Kilometer außerhalb von Frankfurt. Dieses Fahrrad wird seit 4 Wochen vermisst. So, irgendwo hier ganz nah. Es hat für 15 Minuten hier einen ganz genauen Location gegeben. Ich vermute,
Das ist hier so ein kleines Park. Das geht hier so in einem Block, dass das hier ist. Ich glaube, wir gehen da rechts. Also ich glaube, wir sind nah am Fahrrad. Hey, hey. Entschuldigung. Ich darf was fragen. Ja, klar. Ich bin auf der Suche nach einem gestohlenes Fahrrad. Okay. Und ich habe gerade ein Koordinat, frische Koordinaten bekommen vor 15 Minuten. Das rote Ding. Da könnte das Fahrrad sein. Es ist ein hellblaues E-Bike. Das müsste ja theoretisch hier in der Ecke sein, aber hier ist direkt der Wald. Vielleicht hat jemand in den Wald geschmissen. Geht da so ein Pfad, so ein Weg geht da? Direkt hinter unserem Haus geht auch ein Weg. Okay. Also dann theoretisch vorbei. Hier kann man durchgucken. Wollen ja. Sieht so aus, als wäre es da. Okay. Da ist Ihr Haus. Achso, danke. Schön. Schön. Fragen. Vielen Dank. Mein Fahrrad geklaut, oder? Ja, genau. Und jetzt hat es sich tatsächlich hat es einen Sprung gemacht. Na, guck mal, hier ist wieder so ein Waldding. Vorsicht, hier ist Kabel. Alles klar. Kürzt da über. Einfach da bis das Gestrüpp und dann rechts. Okay, vielen Dank. Und bitte schön. Okay, jetzt sind wir wieder ins Wald. Aber wir kommen jetzt weiter weg von dem Ding. So warm ist es nicht. Die Suche nach einem Fahrrad kann Tage dauern. Daniel Marinello versucht es in den umliegenden Straßen. Doch das Signal schlägt nicht aus. Er bittet eine Anwohnerin um Hilfe. Wissen Sie vielleicht, ist hier mal ein Fahrrad weggekommen? Oder wissen Sie von, dass hier mal irgendwie Kriminelles passiert? Oder? Nein, hier gar nicht. Nee. Gott sei Dank. Ich habe auch nicht das Gefühl. Nein. Von daher ist es schwierig. Ja, das ist spooky. Das ist spooky? Ja, das sind mehrere richtige. Dieses Haus hier, ja? Ja, das Leben ist sind okay. Einfach vielleicht mal da fragen, aber. Ja. Okay. Ja, es ist schon. Macht so, ist schon spannend, muss ich sagen. Auf Türen klopfen, anklingeln. Ich kenne die Leute ja gar nicht, die kennen ja mich gar nicht. Wie werden die reagieren und so weiter? Keiner macht auf, vielleicht hat das einen Grund, vielleicht nicht, aber ohne jetzt irgendwie Angabe zu haben oder ein Signal oder wie auch immer, kann ich auch schwierig jetzt Polizei anrufen oder wie auch immer, aber alles zusammen ist es für jetzt hier erstmal vorbei mit der Hand. Die Suche geht weiter, anderen Tag. Für Daniel Marinello dennoch ein erfolgreicher Tag. Ein Fahrrad hat er ja aufgespürt und das nächste zu finden ist nur eine Frage der Zeit.